Hallo zusammen, hier ist der Metal Storm X, der mit der Übernoob. Oh, wir machen fort weiter, ich habe Lust drauf. Geht der Stramm aufs Wochenende zu? Oder es ist schon bei euch Wochenende. Ich sitze wieder nachts hier oben am Bauplatz und erfreue mich des Modellbaulebens. Es geht heute um die Folge 33. Genau, und da bauen wir irgendwelche. Da fällt mir doch gleich wieder der Name nicht ein. Oh. Egal. Ich schnibbel das mal weg. Ich pack das mal aus. Und sehe mal. Es gibt zwei Kammern. Einmal ein besonderes Bauteil und 27, 28 mal anderes Bauteil. Das haben wir schon mal geklärt. FP2-Schrauben auspacken, das tun wir auch noch schnell. Das wird heute keine große geistige Leistung. Aber wie gesagt, Freitagnacht, wer braucht das schon? Ja, ein bisschen runterfahren. Arbeitswoche war streng genug oder stressig genug. Schauen wir mal, was wir jetzt noch falsch machen können. Mit Modellbau auf jeden Fall nicht. Meine Meinung. So, Ford GT. Schnappen wir uns nochmal das Ding. Mittlerweile haben wir ja alles nachgebaut, was geht. Beziehungsweise es war nichts offen. Und wir machen auf der Seite, da wo der Lautsprecher ist und das Batteriefach hier oben, wo die Batterien reinkommen. Da machen wir jetzt weiter. So, und wenn ich jetzt noch im PDF die Stelle finde, hat natürlich ein bisschen vorgespiegelt. Wollte mal schauen, was da noch so kommt. Und naja, ganz vorne kommt zum Beispiel das besondere Teil 33 Data wird da eingebaut. So, nett. Kleiner Stift, große Wirkung. Das heißt, Linkshänder ist das doof irgendwie gerade. Schwarz auf schwarz, man sieht es kaum, man glaubt es kaum. Ich werde das wohl, ja, genau so werde ich es machen. Da muss ich jetzt bloß noch die Kamera ausrichten und ein Stück näher ranziehen, damit ihr auch ein bisschen was mitbekommt. Boah. Wie gesagt, das ist ein besonderes Bauteil. Jetzt muss man kurz einen Unterschied angucken. Was ist denn jetzt besonders dran? Ach, hier, die Delle. Genau, ihr seht nichts. Ich bin schon wieder da. Hallo, hallo. Hier sind die Stabilisatoren, nenne ich es jetzt mal. Fällt nichts anderes ein. Und die besondere Sache ist jetzt hier bei dem 33B, dem Teil. Da ist der Steg hier nicht so wuchtig, gerade wie beim 33A. Und deswegen kommt er hier vorne dran. Ah, Glockenturmgeräusch. Schon zu Ende, schade. Aber gut, Benny, ich guck mal, dass ich wieder mal den Glockenturm-Sound einfange für dich. Ich muss halt zur richtigen Zeit bauen, wenn die Bimmel geht an der Kirche. Und naja, was soll ich noch dazu sagen? Ich werde auch im Winter hier oben das Fenster aufmachen. Nicht immer, aber immer öfter. Und dann werden wir den Sound nochmal hören. Ich schwöre, was ist los? Habe ich den falschen Schraubenzieher? Bin ich überhaupt im Bild? Es hoppelt wieder ein bisschen, aber ich denke mal, ich komme dann schon noch dazu, ein paar Kommentare zu lesen. Vorzulesen. Ich denke mal, da gibt es wieder was zu berichten. Das lockert die ganze Schrauberei ein bisschen auf. Aber ich finde es immer sehr schade, wenn Leute, die, naja, es gehört natürlich zu dem jeweiligen Stil dazu, wenn jemand sagt, ich rassel das Ding in 4-5 Minuten runter und mache Speed rein. Also in höhere Geschwindigkeit. Das mache ich manchmal auch. Das kommt auch ein bisschen auf die Verfassung an, wie ich gerade drauf bin. Und jetzt gucke ich gerade.
Ja. Naja, das ist schon so, ne? Moment, ich muss mal gucken. I am so verwirrt. Ja, es passt schon so. Gut. Ansonsten, die Bauanleitung kann weg und ich komme zu den Kommentaren kurz. Ich glaube, den Rest weiß ich, wie geschraubt wird. So. Jetzt ist es im Bild. Metal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Wo war ich denn stehen geblieben? Je nach Verfassung. Ich habe natürlich auch mal so Tage, wo ich am liebsten immer eine Folge so ganz schnell durch prügeln will. Und heute Abend ist es zwar schon spät. 3.31 Uhr. Na gut, es ist Freitag. Da kann man sich mal ein bisschen zur Ruhe setzen und ein bisschen mehr labern. Obwohl diese Folge jetzt nicht so schwierig ist, überhaupt nicht. Es sei denn, der Metal macht nochmal ein bisschen Stress hier. So, wie zum Beispiel mit dem Schraubenzieher. Weiß gar nicht. So, vielleicht ein bisschen was dagegen halten. Zap, zap, zap. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Fahren verloren. Ja, heute ist so ein Tag, wo ich einfach sage, ich könnte die Folge auf eine Stunde ausweiten, hätte ich kein Problem. Bloß ihr hättet eins wahrscheinlich. Ihr habt nicht genug die Zeit zuzuschauen. Okay, kommen wir mal zu den Kommentaren. Freue mich immer wieder. Ich lese das zeitgesteuert runter. Ich sortiere das irgendwie nicht durch. Und was kommt da als erstes? Ihr könnt ja auch selber bei mir mal reinschauen, die Kommentare noch so durchlesen. Siegfried hat sich schon wieder gemeldet. Sehr gut, sehr gut. Freut mich. Schönes Video. Klar hilft man, wo man kann. Die Batterien nennen sich LR44. Sehr gut. Sind kleine. Sind, darf man das sagen, arschkleine. Und runde Flachbatterien. Bis denne. Ich blende das vielleicht mal kurz ein. Ich hab's auf dem Schirm. Ich habe sie sicherlich nicht da, aber ja, dank deines Tipps, hoffentlich kommen sie bald. Kommen sie bald im Grunewald. So, nächste Strebe. Strebe wollte ich sagen, genau. Stabilisationsstrebe vielleicht. So, 33B, 33A, 33A, 1, 2, 3 noch. Drei Stück habe ich noch, jawohl, passt. Die Kabel, Lautsprecher ist schon hier und Batteriefach hier. Hier kommt die Platine rein. Also am liebsten hätte ich jetzt auch schon hier den Schalter eingebaut. Der kommt aus der nächsten Folge. Damit ich den Schalter hier einbaue und gleich das Kabel langlege und dann die Bügel drüber baue. Aber gut, wir gehen mal davon aus, dass man die Baufolge noch nicht hat und ich baue das ein bisschen runter, so wie im Handbuch. Ansonsten würde ich einiges anders machen in der Reihenfolge, um mir einfach die Verkabelung zu sparen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ansonsten würde ich wirklich auch auf der Platine erst mal ein paar Kabel stecken. Aber wir müssen mal gucken, wie ich Lust habe, wie es hier weitergeht. Vielleicht verbaue ich mich auch noch. Hauptsache, ihr habt euren Spaß dran und ich natürlich auch. Ich habe so lange immer den Spaß dran, solange wie ich die Filmchen hier drehe. Wenn es dann mal stockt, zum Beispiel im Modell mal, wo es nicht weitergeht, habe ich gerade wieder die Lust verloren. Was heißt gerade? Ab und zu ist das schon so. Und da liegt dann auch mal so ein Modell ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr. Oder wer weiß, wie lange aufhalte. Aber momentan, es kommt der Modell bei Herbst. Freunde, ich bin motiviert und ich hoffe, ihr kommt auch alle in die Pötte. Ja, dann müssen wir ein bisschen Gas geben bis Weihnachten. So viel Urlaub habe ich jetzt auch nicht mehr und ein bisschen habe ich noch. Wird schon noch reichen, dass man da noch mal eine Sprintrunde einlegen kann. Vorausgesetzt, ne, man bleibt gesund. Scheiße, wo ist die Schraube? Komm raus. Oh, Schraube ist lost. Die ist verloren. Die steckt irgendwo drin. Also, Tagebucheintrag. Im Ford, da ist eine Schraube locker, beziehungsweise da fliegt eine rum. Wahrscheinlich am Lautsprecher hängt sie noch fest, also wenn sie mal rauskullert.
Erinnert mich dran, Baufolge 33, da ging was schief. Ich vergesse das mit Sicherheit. So, ja, was wollte ich denn noch? Ach, die Kommentare wollte ich runterrasseln. Ja, genau so. Flachbatterien. Genau, da sind wir stehen geblieben. Markus Merz schreibt dann auch Glückwunsch zu 800 Abonnenten. Ich habe gerade nochmal geschaut, es sind 802, aber das ist ja, das schwankt ja immer. Deswegen sage ich mal so, das ist noch nicht sicher. Der heutige YouTuber sagt, das ist noch nicht safe. Also warten wir es mal ab. Ich denke mal bei 810, ja, das ist immer so weit. Das könnte ich schaffen, vielleicht bis Weihnachten. Und Weihnachten machen wir eine kleine Verlosung vielleicht. Aber aufpassen, wir haben nicht viele Feiertage, sie fallen ein bisschen dämlich dieses Jahr. Und irgendwie finde ich das gerade dämlich, dass ich irgendwie, wahrscheinlich muss ich ins Bett, die Folge nicht hinkriege, weil ich diesen Bügel hier, die zweite Schraube, jetzt gleich versink. Beziehungsweise nicht versink. Irgendwie ist das eine komische, wackelige Geschichte. So, pum. Jetzt muss ich das Teil auch noch aufschneiden. Ne, ist ja schon. Genau, 800 Abonnenten haben wir besprochen. Markus, Marco, Grüße, gehen an dich noch mal raus. So, sind wir bei Michael Hartmann beim Trabi und beim Dodge musste man später das Lenkrad ausschrauben oder beziehungsweise noch mal zerlegen. Da habe ich auch einen Kommentar reingeschrieben. Aber ich lese trotzdem noch mal vor. Blöd, wenn man dann das Logo eingesetzt hat. Ja. Ich hatte jetzt noch nicht den Fall, dass ich das machen musste. Ich hoffe, ich bleibe dann Trabi verschont. Und dann kommt noch ein Tipp, ein guter zum Öl. Ich nutze WD-40 und sprühe immer etwas in einen Medi-Becher mit Deckel. Also das will und kann und möchte ich mir auch merken. Solche Tipps sind immer gut. Ihr könnt euch natürlich auch ein bisschen in die Diskussion reinhängen und sagen, boah, was haltet ihr von? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Aber ich denke mal, schon ist schon eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Gibt es kaum noch zu toppen, würde ich sagen. Ja. Also Medi-Becher, WD-40, warum nicht? Ja, also auf WD-40 wäre ich jetzt nicht gekommen. Das muss schon woanders herkommen, der Tipp. So. Ich habe halt teures, weiß nicht wie teuer das ist, Bohröl, Schneidöl, gekauft. Aber egal, ich werde es überleben. Aber danke für den Tipp, wirklich guter. Benny schreibt, ich vermisse das Schlagen der Glockenuhr oder hört man die noch im Sommer, wenn dein Fenster auf ist. Das habe ich jetzt gerade beantwortet, vor 5 Minuten. Aber immerhin habe ich dran gedacht, wo die Glocke ging. Ich gucke, dass ich speziell für dich den Sound einfange. Weil auch die Geschichte beruhigt extrem und man weiß auch immer zeitlich, wo man ist. Ich mag den Kirchturm einfach in der Nähe. Schauen wir mal, ob ich es hinkriege. Und Modellbau ungeschäubt. Kabel sind immer nicht schlecht. Das ist sehr zweideutig. Ich bin auch manchmal gern offline. Man will nicht immer verkabelt sein oder, naja, Kabel zu zertrennen mit irgendwelchen scharfen Gegenständen ist immer schlecht im Modell. Aber gut, Folge 33 fertig, jetzt habe ich genug gesabbelt, würde Mario sagen. Grüße gehen an Mario, alles wird gut. Jemand hat geschrieben, er sucht mich, warum auch immer, will er mir was überweisen? Nee, ich denke mal, da ist momentan nichts offen oder habe ich irgendeine Meldepflicht, dann Mario, schreib was rein in den Kommentaren, alles gut. Oh, Folge 34 habe ich ganz vergessen, vor lauter Konzentration, hier, so sieht das aus, ein bisschen rauszoomen. Und drinnen haben wir eine Leiterplatte. Leiterne Platte? Nein, ich mag die Dinger. Ist also ein bisschen mein Beruf, so solche Sachen zu verbauen oder zu kennen oder wie auch immer. Habe ich Bock drauf.
Und ansonsten haben wir noch einen Ausschalter, den werde ich gleich mal ausprobieren. Soll ja nicht meine Klamotten sehen, ich soll das Modell sehen. So, pass mal auf. Jo. Der macht klack, klack. Nochmal Mikro, der tut. Und da gibt es zwei Seiten in der Doku. In der Bauanleitung, ich muss mir angewöhnen, nicht Doku sagen. Bauanleitung, Bauanleitung, Bauanleitung. Machen wir runter, ein Stück. Da ist eine Einkerbung und da ist keine. Und entsprechend müssen wir das dann mit der Einkerbung nach vorn so einsetzen. Ich kann nicht an mehr halten. Ich muss das gleich machen, damit ich es nicht vergesse. Also, Schrauben rauslösen. Jetzt wäre ich panisch. Schere, Streichholz, Licht. Gehören in Kinderhände nicht. Wo kommt das jetzt her aus dem Hirn? Aber schön, Entspannung pur. Ich mag den Ford. Ja. So. Zip. Okay, Schrauben rausgebaut. Ach, jetzt habt ihr es nicht gesehen. Verdammt. Schrauben habe ich rausgeschnippelt. FP2 und FP1. Definitiv. Hier ist keine Hülle drauf. Hier muss man es mit dem Daumen nach oben popeln. Das Kabel haben wir da. Mit der Nummer 05. Ach, stecke ich doch gleich ein, oder? Das ist das. Ach nee, ich muss den Schalter reinbauen. Hier reinbauen. Aber zurückspulen, so zoomen besser gesagt. Mit dem Pin nach links muss ich hier den Schalter einbauen. Hier ist so ein Pin, der nicht belegt ist am Schalter. Der sollte nach links zeigen. Und naja, vorher sollte man vielleicht noch hier das Kabel durchführen. Weil irgendwie muss das ja mal auf der Platine landen, die dann da hinten reinkommt. Und, ach, jetzt bin ich ganz durcheinander. Ich bin ganz, ganz, ganz durcheinander. Ich muss echt die Bauanleitung jetzt nach den Kommentaren mal ein Stück vorholen. Ich freue mich einfach. Es ist Wochenende. Ich darf was bauen. Und ja, ich darf am Fortschrauben. Muss bloß noch die Stelle finden in der Bauanleitung. Oh, ich habe nicht Dokumentation gesagt. Fantastisch. Bauschritt 1. Ja. Die Abdeckung auf den Schalter drauf bauen. Fädeln. Haben wir gemacht. Schön. Passt. Nächster Bauschritt. Ich habe es nicht gemerkt. Verdammt. FP2. Alles klar. Also, gucken wir nochmal nach dem Pin. Der freie Pin muss links sein. Die Abdeckung drauf. Und so setzt man das hier ein. Das hätte ich gern vorher gemacht, bevor die Streber streben. Kirchturm. Moin. Vielleicht hat es der Benni gehört. Es ist gerade 3:04. Schön. Schon wieder Viertelstunde auf Sendung. Oh, krass. Was ist los? Das verkantet aber. Ich muss mal gucken. Nö, alles gut. Alles gut. So. Rüttelschüttel. FP2. Hier ist was durcheinander gekommen. Das sind die kleineren Schrauben. FP1 größer wie FP2. FP1 größer wie FP2. Alles mal merken. Ja? So. Rüttelschüttel. Schwarze Schraube auf schwarzem Grund. Immer Kacke. Lässt ihn ändern. Ja. Alles gut. Ich kann damit leben. Ich hoffe, die Aufnahme wird halbwegs.
So, Blende ist runtergerutscht. Etwas ruckeln, schuckeln, schon klappt das. Manchmal hast du Glück, manchmal nicht. So, dann können wir am Wochenende wieder Formel 1 gucken. Jawohl, da. Und noch ein bisschen, zwei Folgen. Ach, ja. Am Ford rumschrauben, hoffe ich mal, ne? Wenn alles so läuft wie geplant. Jetzt gucke ich nicht in die Bauanleitung. Das nervt mich gerade. Ich will das Kabel endlich hier durchziehen. Das kann nicht verkehrt sein. Das muss okay sein. So, legen wir das mal hinter den Lautsprecher lang. So. Irgendwie so. Wird schon passen. Und Handbuch. Handbook. Waren hier Wichtelmänner am Start oder warum bin ich jetzt an der falschen Stelle? Schalter einbauen haben wir gemacht. Echt? Wirklich? Skandal. Vor dem Schaltereinbau hätte ich die Platine einbauen sollen. Ich glaube, ich mache einen Schnitt und fange nochmal von vorne an. Natürlich nicht. Die Platine kommt hier rein. So. Und bevor ich das mache, tue ich natürlich die Kabel drauf, weil ich habe keine Lust, wenn ich die Platine eingebaut habe, danach die Geschichte drauf zu stecken. Batteriefach, da steht hier Bat 3, Bat Bundy. Da steckt man jetzt, ich muss bloß noch mal gucken, nicht, dass ich mich verhaue. Genau, tun wir jetzt hier auf die 3, auf die 3. Das Kabel einstecken und die 4, das ist der Spiegel, auf Neudeutsch Lautsprecher. Spiegel die 4, das ist das hier oben. Tun wir natürlich das dann auch noch rein. Mal gucken. Nee, warte mal. Falsche Brille auf oder was? Muss gerade gucken. Naja, so rum. So rum. So. Da haben wir einen Spiegel, einen Lautsprecher, das Batteriefach und jetzt kommt noch der Schalter. Den machen wir auch gleich dran, bevor ich die ganze Leiterplatte verschraube. Die Leiterplatte 5. Leiterplatte, Käse, Schalter. Hier ist die 5. Hier ist die 5. So. Weg, Schild. Hau ab. So, mal gucken. Und wenn man geguckt hat, guckst du, steckst du, machst du. So. Ja, Freistil stecken. Haben wir gemacht. Und jetzt würde ich sagen, jetzt nur bloß die Leiterplatte richtig einbauen. Und zwar hier, wo die zwei Schrauben sind. Da werden wir die jetzt einsetzen. Und die Kabel ein bisschen zurückziehen. Jo. So, damit wir mit den scharfen Kanten von der Leiterplatte nichts beschädigen. Muss es irgendwie so unten rein knüppeln. Und jetzt schnappen wir große Schrauben FP1 und montieren das fertig. Fertig! Bin schon ganz heiß drauf. Irgendwann kommt der erste Test, ne? So. So,
So, aber wo heiß? 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 Ist das so rum? Doch, doch. Bin echt aufgeregt. Bin echt aufgeregt. Weil, naja, ein Schalter ist drin, ein Lautsprecher ist drin. So, jetzt muss ich kurz überlegen, was könnte jetzt gehen. Schalter, Lautsprecher, Schalter, Lautsprecher. Also die Bremse nicht und das andere Zeug haben wir nicht. Moment, das kann nicht stimmen. Da ist eine Schraube drin. Oh, da habe ich irgendeine Schraube falsch reingeschraubt. Ist ja lustig. Gab es da mal einen Tipp bei den Kommentaren? Ich glaube ja. Die raus. Lustig. Und der muss die bestimmt hier rein, hier unten. Die gehört zur Rückwand, wenn es die richtige Größe ist. Ist ja lustig. Komm, ich schraube die hier rein. Falls die geht. Löt. Geht nicht. Geht nicht. Ich glaube, muss ich später klären, da geht was nicht rein. Auf jeden Fall darf die Schraube nicht da sein, weil da die Leiterplatte hingehört. Ist ja lustig. Vielleicht gibt es jemanden, der mir einen Tipp geben kann, was ich da falsch gemacht habe. Ich werde aber sicherlich dann offline schauen. Offline. Wie das wieder klingt. Nicht? Ich werde dann auf jeden Fall gucken, was los ist. Ich war jetzt, glaube ich, überhaupt nicht im Bild. So. Plopp. Halbe Stunde rum, wa? Mir wurscht. Ist immer noch geil zu schrauben. So. Erste Schraube FP1, zweite Schraube FP1. Ja, komm. Gib's mir, Mutter, gib's mir. Jawohl. Jawohl. Das Ding ist fest. Wir wollen es auch nicht so fest schrauben, dass die Leiterplatte knack macht. Jo, dann ziehen wir vielleicht hier noch ein bisschen das Kabel raus. Ein bisschen Lautsprecher. Komme ich da ran? Komme ich da ran? Ich hätte gerne die Schlaufe weg. Aber auch das kann ich dann noch offline machen. Ja, das mache ich dann noch weg hier. Das tut dich weg. So. War's das jetzt oder war's das jetzt? Wir haben einen Lautsprecher, wir haben eine Leiterplatte, wir haben einen Schalter. Klick-Klack macht er noch. Und wenn das mal geht, dann würde ich sagen, müsste das Gaspedal funktionieren. Wenn mal Batterien drin wären. Denke ich mal. Ja. Wollen wir es mal hoffen. Nicht? Boah, in dem Sinne. Die nächste Folge werden noch mal ein paar mehr Kabel. Aber da habe ich Lust drauf. Ich denke mal, bis demnächst. Es wird nicht lang dauern, da werde ich wieder hier sitzen und weiterschrauben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ciao, tschüss, euer Metal Storm. Wow. Hallo.
zusammen, hier ist der Vetastomix, der Manöverloop. Bin kurz vorm Niesen. Verdammte Scheiße. Jo, bis später. Boah, nochmal von vorn. Hallo zusammen, hier ist der Vetastomix, der Manöverloop. Ja, genau. Machen wir weiter mit der Folge.